Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's wieder, Jan, und ja, es geht weiter mit Mark of the Ninja. Und ja, ich glaube, es ist jetzt schon der vierte Part. Ich glaube, da darf ich nicht springen und dann gedrückt halten. Was? Okay, dann kann ich überspringen anscheinend. Ach so. Ah. Jetzt weiß ich, was die von mir wollen. Ich dachte so, hä, was wollt ihr? Ah, warte, hier kann ich, sollte ich den Umgang, genau. Ich muss da lang. Boah. Ist auch cool. So, du gehst ran und jetzt runter. Ja, so. Da muss ich das für kaputt machen. So, komme ich da lang. Boah, ich mach's mal jetzt lieber so. Jo. Ja, Laser war zwar nicht abgeschaltet, aber egal. Ich überleb's trotzdem. Hammerhart und so. So, hier verstecken. Nee, verdammt. Ich muss den Alarm nicht auslösen. Naja, passiert. So, jetzt töte ihn wenigstens. Danke. So. Was kann ich denn hier machen? Ah, das. Da kriegt man, meine ich, auch dann eine Schriftrolle von. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Da werden auch nachher noch schwierige Sachen kommen. Also. Ich glaube, hier reden jetzt nicht. Guck, da ist eine Schriftrolle. Ne, scheint nicht so, weil. Ja, das war. Warte, das gilt gleich jetzt zur Schildlampe, oder? Ne. Ja, das war. Bei manchen Leveln, da war ich erstmal nicht durchgeblickt. Das hat dann auch immer lang gedauert und. Dann habe ich da irgendwie einen kleinen Fehler gemacht und den dann auch so oft. Aber da habe ich später habe ich dann so lange bei den Sachen gebraucht. Das geht gar nicht. So. Die beiden sind aus, das ist gut. Okay, so gehen die an. Ich glaube, das ist noch ein einfaches Rätsel. So. Danke, dass du so hochgesprungen bist. Das finde ich sehr nett von dir. Ja, komm. So. Und ich mache es jetzt lieber so, bevor ich wieder so hochspringe. So. Jetzt muss das hier hin. Na, noch einer nach da. So. Dann gehst du hier wieder runter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da schnell dann rein darf. Hui. Warte, ich muss eh jetzt erst machen. Gut, dann ist ja so richtig. So. Warte mal. Doch, nee. Hä? Ich bin gerade am Überlegen, muss ich das jetzt so machen? Ich glaub schon. Jetzt mach ich das da. Aber. Ne, gar nicht. Ich muss es einfach noch weiter. Stimmt. Jetzt gehen die nämlich auch schon wieder aus. Ist einfach nur zum Runter. So. Dann muss ich hier. Und da kann ich mich festhalten, wenn ich gut genug dafür wäre. Einfach an der Wand hier. So. Ey! Halt dich fest, Dor. Halt dich fest, Dor. So. Geht doch. Död. Und Schriftrolle. Gut, das war noch ein ziemlich einfaches Rätsel. Ja. Aber ist auch cool, dass sie so ein paar Rätsel eingebaut haben, um eine Schriftrolle zu kriegen. From the time of our first and greatest master, Tetsuji. I tremble before Tetsuji, greatest ninja of Clan Isumi. Gut, ich habe da nicht zugehört, aber vielleicht habt ihr ja zugehört. Ja, Laser schnell. Alter. Puh. Gut, dich machen wir jetzt aus. So, jetzt müssen wir hier rein. Okay. Ah, genau, mit dem Verstecken müssen wir das machen. So. Jetzt. Gut. Gut, dass ich das noch richtig in Erinnerung hatte. Beziehungsweise, dass ich da jetzt schnell dran gedacht habe. Ich weiß nicht, ob ich. Nee, in Erinnerung hatte ich es nicht mehr. Ich habe es nur gerade gemerkt, dass ich da verstecken kann. So. Leider will ich jetzt keinen Fehler machen, sonst hätte er mich oben entdeckt. Und zack. Ja, tut mir leid. Okay, eigentlich nicht, aber. Egal. So, jetzt hier lang.
So. Zack. Und hier rein und jetzt erstmal wieder hoch. Ja, wieder ein Artefakt. Die sind gar nicht mal versteckt, ey. Die sind auf normalem Weg. So, guck mal, ich kann Walljumps. Ja, richtig gute Walljumps. Ich kann auch zaubern, ey. Die kommt einfach mal so hierher. Ja. So. Schnell. Puh. So. Puh, das war zum Glück auch schnell genug. Ich glaube, der wollte sich gerade umdrehen. Oh, direkt das nächste Artefakt. Nice. Ah, ja. Komm hier lang. Schneller ein bisschen. Na gut, ich kann auch rennen, aber... will ich nicht immer unbedingt. Warte, ne. Den töten wir. Glaube, Takt, ey. Den töten wir. So. Und dann wird er auch vernichtet. Ja, das ist immer schon gut. Vernichtet sagen, nicht getötet oder so. Warte mal, kann ich hier? Ne, ich glaube, das war am Ende des Levels. Ich weiß noch nicht, ob wir das denn erst nachher können mit dem Freischalten der Fähigkeiten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, das kommt nachher automatisch. Ne, ich mich recht erinnere. Oh oh. Ja, deswegen bin ich vorhin so weit weggegangen. Fuck, ja komm, schnell. Oh, kann ich wieder verstecken, ist mir gerade eingefallen. Nein, nicht so, sondern nicht so. Gut, und ablegen. Ja, komm. Zack, du bist auch tot. Nice. Gut, den verstecken wir jetzt auch erstmal unten. So, B. Und einfach rausspringen, wieso auch nicht. Da ist gleich wieder so eine, die man nicht kaputt machen kann. So. Also eine Lampe, die man nicht kaputt machen kann. So, schön. Warte mal, das mache ich anders. Gut, der geht gerade weg. Zack. Runter mit dir. Ah, hier gehe ich trotzdem mal rein. Hier ist so bestimmt was. Ein Gegner, zum Beispiel. Kaputt machen. Ja, komm, beweg dich schneller. Du willst doch wissen, was da ist, ne? Ich könnte zwar auch sagen, dass da einfach nur ein Tod auf dich wartet, aber... ja, komm, dreh dich mal um. Danke. Lol. Ja, gut, dass zumindest keine Namen ausgesehen sind. Ich hab... da stand X, ich habe X gedrückt und auf einmal wie, schlägt der. Egal. Oh, hier ist ein Artefakt. Gut, ich wollte eigentlich nur verstecken, aber wenn hier ein Artefakt ist, wieso auch nicht, ne? Kann man direkt mal mitnehmen. Bam, das hat er sogar oben gehört, eigentlich. Müsste der. Egal. So, jetzt hier das. Den töten wir da auch noch. Ja, das kann ich kaputt machen. Ah, das bewegt sich aber. Ich gucke jetzt mal, wo der Dingens, der eine Lappen da immer... hinläuft, wie weit? Okay, der läuft nur so weit. Das heißt, sie müsste ihn nicht ziemlich schnell besiegen. So, den schneller muss ich direkt den anderen, weil sonst geht er zurück und sieht die Leiche. So, nice, dann haben wir die beiden auch schon wieder erledigt. Und dann geht's direkt weiter. So, hier und hier. Oh, ist doof, noch so viele Wege zu haben. Dann weiß ich nie, ob irgendwo Geheimnisse sind. Ich will auch nicht immer überall hinlaufen und so. Warte mal, hier muss ich hoch wahrscheinlich. Dann gucke ich jetzt mal erstmal hier unten. Ne, hier ist echt nichts. Okay. Auch gut, dann gehen wir halt hoch. So. Ja, hier hinten ist bestimmt was. Ja, komm, die machen wir einfach kaputt. Unbemerkt, ja, wow. So. Dich töten wir auch mal. Du fällst mal runter, danke. Ja, jetzt kommt wieder die Frage, müssen wir hier hoch? Ja, wir müssen anscheinend da lang, dann gucke ich mal hier, ob da noch Gegner sind zum Töten. Weil ich glaube, wenn man alle tötet, dann kriegt man auch einen Bonus. Also man kriegt für jeden Getöteten ja auch noch nachher am Ende Punkte, aber vielleicht kriegt man auch noch Bonus für welche. Oh, hier ist eine Schriftrolle. Ja, gut. Lange Geschichte.
Nein, nicht runterfallen. Puh. So, komm, renn hoch da. Und dann guck ich mal auf die... Ah, ich dachte gerade schon, das ist ein Gegner. Auf die Zeit. Ja, ich denke mal, ich werde wieder einen Cut machen. Ja, auf dem Dach werde ich dich beim nächsten Part treffen. Und mir ist eigentlich mal so eingefallen, hier sind ja gar nicht so viele Cutscenes, dass man die wirklich eigentlich zeigen könnte. Aber egal, ich schreibe es wie gesagt einfach in die Kommentare, wenn ihr die sehen wollt. Und ja, weil, keine Ahnung, mich interessiert es nicht. Also auch wenn ihr fast keine sind, werde ich sie trotzdem überspringen, wenn ihr so weit dann... Ab dem 6. Part, ich denke mal, ich werde jetzt bis Part 6 aufnehmen, dann Cutscenes sehen wollt, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Auf jeden Fall, ich hoffe natürlich wie immer, dass der Part euch gefallen hat und ich sage es wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.